Willkommen vor der Mobile World Congress 2015, wo wir das brandneue Acer Liquid Jade Z in der Hand haben. Z ist also schon das dritte Modell, oder das Z Plus könnte man es auch nennen, denn wir haben hier wieder eine super Kamera. Das Design ist gleich geblieben im Vergleich zu den letzten Jades, denn das wurde letztes Jahr ja vorgestellt und es hat allen Leuten so sehr gut gefallen, also das Design, dass es beibehalten wurde, bis auf die Rückseite, wie ihr sehen könnt, die zieht jetzt keine Fingerabdrücke mehr an, denn die ist hier mit diesem neuen Textildesign versehen worden. Heißt, es fühlt sich nicht an jetzt wie ein Stoff, sondern ist jetzt einfach so angeraut und hat auf jeden Fall die Eigenschaft, dass keinerlei Fingerabdrücke mehr sichtbar sein werden. Wir haben weiterhin DTS-Sound drin, weiter eine super Kamera. Ich glaube, es waren 13 Megapixel, vorne 2 Megapixel oder 5. Nagelt mich jetzt nicht dran fest, für 229 Euro ist der Preis noch mal ein bisschen gesunken und ihr sehen könnt auch immer noch hier so ein schönes silberne Design außenrum. Micro-USB hat noch Platz drin gefunden zum Laden und ein Mikrofon und seitlich befindet sich nicht viel, außer hier einmal der Lautstärke-Regler auf der einen Seite, glaube ich, das war genau der hier. Oben leider der Anschalter ist geblieben, der müsste demnächst hoffentlich mal auf die Seite wandern. Kopfhöreranschluss und Mikrofon. Blitz darf natürlich auch nicht fehlen und hier ist ein SIM-Card-Slot drin, der wieder mal Dual-SIM hat, oder ihr könnt auswählen, ob ihr eine zweite SIM mit Nano oder Micro-SD wählt, beziehungsweise andersrum, hier kommt die Nano-SIM rein und hier könnt ihr wählen, ob ihr eine Micro-SD oder eine Micro-SIM-Karte einschiebt. Tun wir das Ganze wieder rein, machen das hier kurz an und dann seht ihr gleich das Android 4.4 im Hintergrund am Laufen. Sollte hoffentlich auch Android 5.0 demnächst bekommen. Könnt ihr mich jetzt auch nicht dran festnageln. Wir sehen können, wir haben hier ein paar coole Quick-Setting-Features. Und was ich weiterhin natürlich sehr liebe, ist, dass hier der Quad-Core-Prozessor von MediaTek super schnell ist. 1,5 GHz auf allen vier Kernen. Macht Spaß. Und wir haben weiterhin coole Acer-Software drauf, wie zum Beispiel Acer Nav, kostenlose Navigationssoftware. Dann, wenn wir weitergehen, haben wir hier noch ein paar andere Geschichten, hauptsächlich Google-Sachen. Flashlight auch noch drauf und Quick Mode wurde auch noch etwas überarbeitet, damit ihr euren Kindern noch besser oder eine einfache Übersicht geben könnt über alle Dinge, die ihr dann gerne machen wollt oder wollen, dass die machen dürfen. So, wenn wir die Kamera kurz ausprobieren, wir sehen können, der Autofokus wird hoffentlich beim finalen Modell besser sein. Das ist natürlich noch ein Pre-Production-Gerät, heißt, scheinbar funktioniert der noch nicht so ganz, doch jetzt geht's. Aber auf jeden Fall, die Qualität ist jetzt schon mal super. Wenn wir nach links und rechts schauen, das Display hält die Farben auch mit. Also das Display ist wirklich 1A top. Das Ganze müssen wir jetzt nur noch kurz umdrehen und die Frontkamera mal kurz ausprobieren. Die mit 5 Megapixeln auf jeden Fall, denn solche Chefe kriegt keine 2 Megapixel Kamera hin. Er hat jetzt gerade auch erkannt, dass ich lächle und deswegen gibt es hier auch sofort ein Foto. Deswegen muss ich jetzt grimmig schauen, sonst gibt es hier noch ein Foto. Auf jeden Fall die Frontkamera auch genial und astrein. So, für 229 Euro kriegt ihr also ein Dual-SIM-Handy mit einem 2300 mAh Akku, also auch relativ groß für 5 Zoll. Dünnem Design, schicken Design, extrem leicht mit 110 Gramm und es macht einfach Spaß, hier das neue Acer Liquid Jade Z. Und wenn ihr noch einen größeren Vergleich haben wollt mit einem iPhone 6 zum Beispiel mit nur 4,7 Zoll, seht ihr hier, das Jade ist tatsächlich ziemlich genauso groß und auch, man könnte fast schon sagen, dünner, wobei vielleicht auch gleich dünn wie ein iPhone, hat aber einen größeren Akku, größeres Display und auch mehr Pixel bei den Kameras. So, das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt nochmal und bis bald von der Mobile World Congress 2015. Mein Name ist Balazs Gál.